denn? Ach, nur der kann die zerstören. Wieso ist jetzt... Was ist das denn hier? Schmeißen wir mal einen Bienenschwamm auf den drauf. Dragon Age geht weiter. Wir müssen immer noch die roten Templer aus diesem Empire de Lyon vertreiben. Und da mache ich mich jetzt gerade auf den Weg hin. Letzte Folge habe ich ja richtig abgekackt in diesem Verlies, wo ich fünfmal in dieses dumme Loch da gefallen bin. Da habe ich wieder mal meine ganze Klasse gezeigt. Ja, sieht eigentlich bis jetzt hier relativ ruhig und easy aus, aber ich glaube, das wird gleich noch richtig abgehen. Da sind sie schon. Da ist schon wer. Jetzt sind wir mal hier durch die... Zack. Haben wir durch die Kiste gezogen, ohne die Kisten zu zerstören. Das ist ein magischer Trick hier. So rein und die Drehung. Zack. Und nochmal zack. Zack, du kriegst einen Tritt in die Eier. Zack. So, was ist mit dir, hm? Was ist mit dir? Zack. So, dich töten wir auch, du dumme Sau. So, die erste Welle, in Anführungsstrichen, haben wir natürlich schon. Haben wir natürlich easy peasy besiegt und was auch immer das hier ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es liegt halt die ganze Zeit am Boden, dieses... roter Templer-Schrecken. Wollte sich, glaube ich, in die Luft jagen, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auch schon tot, das geht aber... Ja, ich glaube, die wollen sich in die Luft jagen. Die können sich in die Luft jagen. So... Och. Ritter der roten Tempel. Für einen Ritter, dass der sag ich schon. Yay, das war jetzt sehr schwer. War ein bisschen sehr lasch. Ach, da oben haben wir doch noch so einen Koloss. Da ist doch noch so ein Koloss. Oh, put. Blocken, ja, draufhauen. Zack und. Was war das? Was war das denn? Ach, nur der kann die zerstören. Wieso ist jetzt. Was ist das denn hier? Schmeißen wir mal einen Bienenschwamm auf den drauf. Zack, zack. Und ich bin schon wieder weggeflogen. Da ist er tot. Da ist er tot. Da ist er tot. Da geht er down. Down. Und das Lager aufschlagen. Irgendwas. Wahrscheinlich nicht, ne? Also. Da muss ich dann wohl wahrscheinlich hier hochklettern. Ich will nämlich diese Sehenswürdigkeit. Suledin-Feste, wo ist die denn? Ach! Steinige Rettung, Suledin-Feste. Herrin Pauline sagt ihre. Ah, cool. Ja, gut. Dann werde ich wahrscheinlich auch, was fiebt denn hier so? Ah, natürlich muss ich hier ganz hochklettern, um das zu beanspruchen.
Knochenturm. Wegen Knochen und Turm. Jetzt müssen erstmal alle hochklettern. Wenn ich wieder alle runterklettern lassen darf. Geht doch aus dem Weg. So. Hopp. Die haben ja sicher irgend so ein. Wieder so ein Knochen. Ja, genau. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe eigentlich in den Ursprungsgebieten immer noch nicht. Das sieht schon geil aus hier hinten, ne? Das ist ein Kolosseum. Ja, wäre cool, wenn man da hin kann. So, wo sind sie denn? Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Liebe, diese Scherben zu suchen. Das ist das Spannendste hier an dem ganzen Spiel. Da ist eine. Die habe ich noch nicht geschaut. Die habe ich gefunden. Muss ich meine Maus komplett. Bin ich blöd oder was? Ich hab doch jetzt überall nachgesehen. Da ist eine drauf. Hä? Hier ist eine drauf. Da unten stehen meine Leute. Ich habe hier hinten die eine entdeckt. Ich habe hier gegenüber die eine entdeckt. Hier irgendwo ist. Hä, bin ich blöd oder ist das jetzt ein Bug? Egal, ist mir zu doof. Ups. Und das ist mir so eindeutig so blöd. Ich werde natürlich. Nee. Das hier sagen. Machen. Ich werde natürlich die vermissten Arbeiter retten. Die vermissten Arbeiter retten. Du kommst dann mal runter. Zack, zack, zack. Das ist immer so gut, was wir dann kämpfen hier. So. Da lässt Loden, seltener Stoff. Wo rennen die schon wieder hin? Gut, wenn die Leute aus eigenem Ermessen handeln. Ja. Brecht die Schlösser auf, bitte!
Erfordert Schurke. Schurke, komm her. Die Leutnants der Roten Templer sind im Steinbruch. Das alles wird erst ein Ende haben, wenn sie... Level Ups, Level Ups. Was kann sie denn? Das hat sie schon voll. Das ist gut. Wenn er stirbt und vergiftet ist, dann Dorian, den Nekromanten. Schrecken, das bei Gegner noch größer sind. Setzen aus verringert ihre Rüstung, solange sie von diesem Effekt betroffen sind. Das hier Scheinbild. Verlierst du das Bewusstsein, nimmt einen von dir kontrollierten Geist in der Gestalt an. Geistermal, du kennzeichnest deinen Gegner als Ziel für einen angreifenden Geist, der kontrolliert Schaden verursacht. Stirbt das Ziel, während es gekennzeichnet ist, nimmt der Geist die Gestalt des Opfers an und kämpft kurzzeitig an deiner Seite. Möchtest du den Sessel dann mit ins Zimmer um oder nicht? Ja, muss ich nur wissen, also Stefan hat gefragt, ob ich ihn anhaue. Ja, keine Ahnung. Sonst kann ich ja mein Leben machen. Nee, keine Ahnung. So, weiter geht's. Kommst du mal her. Stock. Zack. Das ist sicher nicht gut. Du stirbst jetzt wie ein normaler Mensch. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Sind alle tot jetzt? Ja, der Nekromant ist schon ganz geil, ne? Der Nekromant als Verbündeter. Nichts berührt, was auch immer. So, jetzt brauche ich hier wieder. Sie verwandeln uns sonst in diese Dinger. Öffne mal, Sarah, öffne mal. Ich habe mich neulich mit Dagna unterhalten, Sarah. Habt ihr euch zufällig einige... Juju. Teile entfernt. Ich dachte, ich hätte es zurückgebracht. Ich bringe es wieder zurück. Wofür brauchtet ihr es überhaupt? Für die Scharniere? Was für Scharniere? Die an einer Tür? Keine Sorge, ihr seid nicht mein Ziel. Na, da bin ich ja beruhigt. ich muss natürlich jetzt noch Cassandra... Updating. Gehen wir das hier mal. Süße Rache verursacht mit Vergeltungsschlag höheren Schaden und Betäubstäubern aus verhöhnte Gegner. Das ist schon ganz gut. So. Kann ich hier sicher irgendwas finden? Was finde ich denn? Was ist das denn hier? Aufträge. Gut. Gute. Wir brauchen mehr Dörfler mit der Bergleute. Schwächlinge. Quell. So, hier muss ich jetzt hin. Was ist das? Die Frage ist, ich glaube, ich muss ja sicher durch den Steinbruch rein. Ich habe es nicht gefunden, was ich... Den bauen wir mal ab. Muss ich noch höher? Boah, er steht direkt daneben. Das finde ich irgendwie doof. Also bei dem neuen, dass der nicht automatisch dahin geht, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Brief.
Die Venatori haben die benötigten Vorräte geliefert. Endlich, die Pralerischen Wichtigtour sind nicht lange geblieben. Sie haben Angst davor, was das Rote Lyrium mit ihnen macht, wenn sie sich der Plankenader zu sehr nähern. Selbst normales reines Lyrium macht Magien zu schaffen. Reines Rotes Lyrium muss ungefähr so sein, als würde man seinen Kopf in ein Wespennest stecken. Jo. Könnte sein, weiß ich nicht. Ich habe keine Erfahrung mit Lyrium. Und das heißt für mich, ich muss in die Mine. Und die Mine muss ich reinigen. Ich muss es säubern. So, das sind ja schon wieder die nächsten Eingesperrten. Die werde ich noch befreien und dann... Komm mal her, Burschi. Komm her. Oh, hat das nicht funktioniert. Der kann anscheinend. Der kann anscheinend so komische Viecher machen, damit die dann wahrscheinlich explodieren. Ich gehe mal davon aus, dass die explodieren. Ja. Oh. Noch einer, ne? So, da ist er. Gehst du denn da hoch, du Akrobat? Ta-ta-da-ta-ta-ta. So. Soll ich sie wieder nehmen? Wieder hochklettern. Naja, nehmen wir hier noch den Dämmerstein mit. Dann klettern wir hier mal hoch. Wieder ein Brief, werte Hauptmänner. Das war's hier schon mal. Irgendwo kann ich Lyrium zerstören. Das ist wahrscheinlich auch oben, ne? Kann ich das hier zerstören? Noch weiter oben? Aber noch höher komme ich doch gar nicht rauf. Oder muss ich hier springen? Ich springe. Ach doch, hätte ja raufgekommen. Zack. Was gibt's noch weiter oben? Ah, da komme ich zu den nächsten. Gut, gut. Gut, dass ich alles erforsche hier. Gut, dass ich alles erforsche. Und der da hinten links. Der macht einfach so weiter, als wenn nichts passiert. Oh, mach doch mal. Leg du an, was du mal anwenden willst. So, ja. Du tu, was du nicht lassen kannst. Reines rotes Lyrium. Ich dachte, das ist schlecht. Warum kann ich das denn als Runenmaterial verwenden? Da alles Luden, Kundschafter, Panzerung. Ach. So, dann befreien wir die schnell noch, wenn wir gerade da sind. Sind alle Käfige offen?
Wie kann denn der Cole wissen, dass ich die hier befreie? Es geht natürlich weiter hier mit der Reise. Ich kann hier überall ein bisschen rotes Livrium, glaube ich, zerstören. Und dann sind wir wahrscheinlich hier auch größtenteils durch. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid und bis zum nächsten Mal.